Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wahl. Ja, es ist so, ja, es ist Schiedwetter und wir hatten Besuch irgendwie, ich konnte den abwimmeln. Er wollte mir irgendwie seinen alten Samen irgendwie aufschwatzen, aber ich mag nur das. Das geht man natürlich nicht ins Bett. Rostige Unterhosen, ja, ist überhaupt kein Problem. Aber nass geht eben überhaupt nicht. Weißt du, wer will denn schon in nassen Stroh schlafen? So, was ich sagen wollte, ich stehe natürlich nur auf frischen Samen, ja. Der muss natürlich richtig geil sein. Und ich schlafe in Anfällen und unruhigen Träumen. Die Last des Albtraums liegt schwer auf deiner Brust. Wenn der Morgen kommt, begrüßt du ihn. Und ich wünschte, auch am Tag 270, ich würde einfach schneller lesen können. Es wäre ein Traum, es wäre wirklich ein Traum. So, heute wollen wir, ja, wir wollen erstmal ablegen, dann wollen wir mal ein bisschen spachtulieren, ein bisschen reparieren vor allen Dingen auch. Pfeile habe ich auch nicht mehr so super viel am Start. Draußen rumpelt's und pumpelt's irgendwie. Irgendwas ist da schon wieder los. Irgendwas ist komisch. So. Warte mal. Wir müssen mal kurz. Warum komme ich denn darauf? Geil. So, wir haben noch ein paar Spulen am Start. Ich brauche aber Eisen für alles andere. So, wie viel haben wir denn an. Okay, gut. Wir gucken mal. Da hinten. Irgendwie. Hört ihr auch, oder? Langsam komme ich mir vor, als wäre ich ein bisschen schizophren quasi. Das Gelächter höre ich auch irgendwie in den Aufnahmen nicht quasi, von den kleinen grünen Arschkrampen. Das Klopfen habt ihr jetzt bestimmt auch nicht gehört. Ich hätte mal ein bisschen. So, den Kram schlunze ich mir mal rein. Dann gehen wir mal schnell runter in den Keller, holen mal noch die restlichen Spulen. So. Dankeschön. So, und damit hat sich eigentlich schon wieder unsere Frage beantwortet. War, ob wir noch mehr Flachs brauchen. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir brauchen super viel. Wir brauchen mega viel. Ach komm, ja, hier, komm. Nehmen wir mit. Schmeißen wir hier hinten einfach ins Wasser. Einfach ignorieren. So, ist alle völlig in Ordnung. So. Hui! Ich renne hier mal rein. Ich gehe gleich mal gucken, was zum Teufel da los ist. 31, nicht verkehrt. Was können wir uns im Brustpanzer zum Beispiel? Die Haltbarkeit ist jetzt nicht so aufregend, aber wir kriegen zwei Rüstungen dazu. Da sage ich doch nicht nein. Da sage ich definitiv nicht nein. So, 10 davon. Vielleicht sind ja die Häusen. So, 20. Hier hatte ich noch ein paar. 5. Reicht nicht mehr, verdammte Axt. Für den Helm würde es noch reichen. Aber für die Häuser nicht. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn so preiswert? So, die Häuser brauchen 20 und 10 Eisen. Machen wir uns den Helm. 26. Würde kein Unterschied sein und wir würden ordentlich Metall sparen. Und der Helm ist natürlich eines Wikingers würdig. Außerdem können wir noch derweil unser herrliches Antlitz genießen. So, ich würde sagen, lassen wir es einfach mal dabei. Wir ziehen uns mal um. Ich schmeiß mal hier den Kram rein. Den brauchen wir nun wirklich nicht. Hier wäre jetzt Platz. Ich schmeiße es einfach mal hier rein, denn komme ich nicht immer in die Verlegenheit, dass es
Danke fürs Speichern. Komme ich nicht immer in die Verlegenheit, dass ich aussehe, als würde ich mich in meinen Kisten nicht auskennen. Hammer reichlich am Start. Ausgezeichnet. Da rein. Ich mache mir nochmal schnell ein paar Pfeile. Ausgezeichnet. So, warte. Ah, normale Pfeile. Ich mache mir mal... Ja, ich muss... Komm, der 100er Stack reicht. Wir müssen ein bisschen mit dem Platz haushalten. So, aber wir machen mal einmal hier, einmal da. Und dann mache ich mir mal noch ein paar geilere Pfeile. So. Machen wir den Stack fast voll. Das passt denn schon. So. So weit sind wir ja nicht von zu Hause entfernt. Quasi nur ein kurzer Sprung durchs Portal. Ich glaube, das reicht. Jo, das reicht bestimmt. Nein, hier rein, ausgezeichnet. So, was müssen wir haben? Was müssen wir mitnehmen? Das würde ich jetzt gerne mitnehmen. Das muss nicht unbedingt sein. Können wir hier unten wieder reinschmeißen. Das schmeißen wir gleich raus. Axt und Hacke. Die Spitzhacke. Brauche ich die Spitzhacke? Muss ich die Spitzhacke haben? Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube nicht unbedingt. Müssen wir nicht unbedingt haben. Hey, komm. Behalten wir es bei, quasi. Hier kommt das ganze Werkzeug rein. Die Axt nehme ich definitiv mit. So, und dann habe ich hier aber noch die geile Kiste und dann schmeiße ich das hier rein. Ausgezeichnet. So, ah, wir haben uns noch gar nicht angeguckt. Verdammte Axt, ich wollte euch nicht vorenthalten. Mir vor allen Dingen auch nicht. Oh, man sieht ja auch den Gürtel. Geile Scheiße. Ja, es ist, war es ein bisschen querbeet gerade, war. Aber so an sich. Ich bin gespannt quasi, wenn wir das komplette Set am Start haben. So, ich würde mir noch einen Ausdauertrank reinschmeißen. So, warte mal. Ich nehme mir 5 mit. Und das reicht. Und hier können wir auch ein bisschen. Hier können wir auch ein bisschen rausschmeißen. Das passt dann schon. So. Sind wir ein bisschen leichter? Können wir ein bisschen mehr Kram mitnehmen? Davon würde ich mir auch nochmal 2 einstecken. Die wiegen ja auch reichlich. So viel lange wollen wir nicht unterwegs sein. So, warte mal. Ich habe ja geschlafen. Die Mühle ist fertig. Gerstenmehl. Ja, warte, bin ich in meiner Doofheit, ja, in meiner partiellen Blindheit, habe ich irgendwas übersehen? Ich habe einen Steinofen übersehen, der 15, das ist doch nicht riesig, ne? Okay, gut, ja. Habe ich über... Töpfe und Pfannen. Okay, so, 15 Eisen. Moment, ja. So, 15 Eisen. Irgendwie. 15 Eisen, irgendwie. So, warte mal. 15 Eisen, irgendwie. Der Steinofen. 20 Stein, 4 Sotling. 20 Stein, 4 Sotling. So, warte mal. Sotling habe ich hier. Machen wir mal so. 20 Steine. Machen wir hier, machen wir da. Wo kommt der Gerät hin? Wie sieht's aus mit den Schweinchen und mit dem Feuer? Also ich will den ja jetzt nicht hier irgendwie, wisst ihr? Schweinchen. Wie sieht's aus? Kann ich hier? Kann ich hier so einen Ofen hinbauen? Ist das in Ordnung? Wäre das in Ordnung für dich? Bleiben wir Freunde? Oder kriegst du irgendwelche Anwandlungen? Es ist ja, warte mal. So. Und hier hin. Und dann würde ich. Ist das doch in Ordnung, oder? Das passt doch.
So, machen wir mal einen auf diesen, machen wir mal einen auf jenen. Das Ding kurz weggehackt. Dann einmal hier den... Oh, der ist ja übersichtlich und klein. Geil. Nö, das passt so. Das passt so. Na gut, das ist schön. So, Steinofen, Objekt. Ich habe keine kochbaren Gegenstände. Ich gehe mal unten an den Topf. So, warte. Kessel. Ich kann... Ich sehe es nicht. Nee. Ich... Augencreme, Karottensuppe, Wildschwein-Dörrfleisch, die Schwarzsuppe. So, aber so, das ist doch... Brauche ich Töpfe und Pfannen? Können die... Alter, schwer, das ist aber... Hund, zieh die Ohren ein. Es wird hier, es wird wirklich knäppelig hier. Aber dafür habe ich wieder kein Edelholz am Start. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen käsig. Habe ich definitiv nicht, wa? Habe ich definitiv nicht. Nö. Könnte ich jetzt nochmal den Wald hotten hier, da hinten, irgendwo? Zum Beispiel. So, für euch mache ich das. Quasi, dann haben wir das jetzt hier schon mal erledigt. Und eventuell können wir uns dann was Schönes, irgendwas Geiles kredenzen. So. Oder kurz mal zurückspringen. Oder hier mal... Ach komm. So sind wir mal nicht so. Sind wir einfach mal nicht so. Kurz Ausdauer tanken. Und dann werden wir hier mal der Birke mal kurz auf den Leibe rücken. So, dann mal hier unten müssen wir noch ein bisschen. Ja. Große Frage ist auch, was mir auch gerade auffällt, könnte die Schwarzaxt vielleicht ein bisschen... Jetzt komme ich da nicht ran, oder? Ah. Könnte die Schwarzaxt eventuell ein bisschen mehr Ausdauer erfordern? Ich, ja, dankeschön. Oder... Oder weniger. Also quasi, ist die schärfer, hackt die schneller quasi das Holz und wir sind mit weniger Schlägen dann irgendwie dem Baum habhaft geworden? Oder? Wir müssen es ausprobieren. Aber wie es halt immer so ist, da werden, wenn es neuen Scheiß gibt, ja, dann werden natürlich auch wieder Begehrlichkeiten geweckt. Und ich muss es dann einfach haben. Es ist dann völlig Latte. Es ist wirklich dann völlig Latte. Ob es geiler ist oder irgendwie. Aber vor allen Dingen, es ist neuer. Es ist neuer und ich muss es dann einfach haben. So, geil. Hallo, fliegende Kiste. So, einmal schnell zurück. Hier draußen muss ich auch nochmal ein bisschen schön machen. So viel zu tun. So viel zu tun, so wenig Zeit. So, einmal hier zu. Einmal... Das Äxtchen wegstecken. Haus müsste ich auch nochmal irgendwie schöner machen. Den Steg müsste ich auch irgendwie nochmal geiler machen. Länger, höher, breiter, cooler. Ja. Es ist ein Chaos. Es ist wirklich ein Chaos. So, warte mal. Ich brauche super viel Zeug und ich habe mir wieder nicht gemerkt, was ich brauche. Ich brauche 5 Kupfer und ich brauche 5 Eisen. Mit dem Kupfer könnte schwierig werden. Mit dem Kupfer könnte wirklich schwierig werden. Oh, geil. Sehr schön. Danke, Vergangenheits-Ich. So, ab und zu, man muss auch mal loben. Ab und zu muss man auch mal loben. Oh, ganz uneigennützig. Schnuffbert. Ich hoffe, das ist genehm da oben. Jetzt kommen hier erstmal ein paar coole, geile... Warte. Scheibenkleister. Ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, das wird hier aber wirklich... Kommen nicht mehr an den... Scheiße. Das ist so. So, warte mal. Weg damit. Dann kommen die... Da kommen die halt hier hin. So, dann... Schabubbel und Schrababbel. So.
Jetzt kommen wir an die Kiste, kommen wir noch ran. Okay, gut, ja, da oben können wir noch mal zumachen. Warte mal, ich hab ein bisschen Holz am Start. Warte. Dann machen wir das hier nach oben noch mal kurz schön. Kurz. Mal kurz schön. Schön. Schön, schön kurz. So. Dann sieht es hier oben ein bisschen aus. Und an die Kiste kommen wir auch noch ran. Ja, kommen wir locker ran. Kommen wir locker. Okay, gut. Aber ich wäre sonst nicht mehr an den Kessel rangekommen. Brotteig. Brot. Ihr wisst, was das bedeutet. Brot ist die Vorstufe zu geilem, süßen Fettgebäck. Rüben habe ich schon am Start. Fett ist mir egal. Ich nehme Hirschfett. Ist völlig egal. Ich will meinen geilen Kringel. Ich will meinen geilen Fettkringel. Mit ordentlich Zucker drauf. Boah, richtig geil. Boah, das ist doch gut. Hier, komm, wir haben richtig am Start. Ich mache mir definitiv mal zwei. Brotteig mal zwei. Ich mach einen Sack so. Dann haben wir hier Blutpudding. Okay, gut, ja, wir haben das Gericht gefunden für den nächsten Boss. Ausgezeichnet. Wir werden... Oh, und schon wieder Blutsack. Ah. Ja, es ist halt so, wa? Es ist so, der Sumpf lässt uns nicht los. Hackfleischsoße? Köstliche Brocken in einer dicken Soße. 40-13. Ist jetzt nicht so aufregend geil. Ist jetzt nicht so geil. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt. So, ist noch irgendwas dazugekommen. Blutpudding ist dazugekommen. Ungebackene Lachspastete. Lachspastete. Mit 4 Gerstenmehl. Lachspastete mit Lachsfleisch. Bei mir werfen sich überhaupt keine Fragen auf, warum Lachspastete aus Lachsfleisch gemacht wird. Also es fängt mit dem gleichen Buchstaben an. Es ist ungefähr gleich. Lachs, Lachs. Es würde sich, ist so ein unreiner Reim quasi. Da würde ich immer noch ein Auge zudrücken. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. So, genug geschwafelt und philosophiert. Ich mache mir mal... Und Moltbeeren. Ich brauche 4 Säcke dafür. Ich habe nur noch 3. Ach nein. Quatsch. Ich war jetzt bei 4 Stacks. Ich brauche ja nur 4. Moltebeeren. Ich habe zwei, drei Moltebeeren. Alles überhaupt kein Problem. Ich habe auch 2, 3 Loks Fleisch. Ich... Hier, komm. So, machen wir mal einmal so. Wir machen jetzt großen Vergleich. Ich habe 4 Dings dabei. Ich habe... Ungebacken. Wir müssen das nicht backen. Und wenn wir das backen... Kann man das... Ungebackene Lokspastete. Können wir das dann backen? Ich muss den Hardcore-Vergleich anstellen. Warte mal. So, wir packen. Nee, hier oben. Ich packe mal den ganzen Krempel wieder zurück. Das müssen wir oben mal wieder zurückpacken. Ich muss es noch backen. Ich kann es da vorher nicht essen. Okay, ausgezeichnet. Alles gut. So, wir lernen uns langsam kennen. Wir lernen uns hier langsam kennen. Ich würde es mal so machen. Dann ist das hier alles dabei. Wir können die Gerste auch gleich mal... Weißt du, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir doch mal hier nochmal den Stack reinschmeißen. Die dreht sich auch ohne, dass hier irgendwie was drin ist. Wir müssten... Scheibenkleister, die schwebt jetzt also ein bisschen. Die schwebt jetzt gerade so ein bisschen da durch die Gegend. Wir müssen wohl nochmal... Erstens müssen wir mal die Tastatur ein bisschen knechten und quälen. So, da schön rein. Aber vor allen Dingen müsste ich hier nochmal... Das beleidigt ein bisschen mein Auge hier. Wir müssen hier nochmal ein bisschen aufholen. Ist das hoch genug? So, warte. Und da vorne. Reicht es? Ist es gut? Ist es schön? Die schwebt. Warum schwebst du? Er kreist das Ding ab und baut es nochmal neu hin. So,
Aber erst später. Erst sehr viel später. Nachdem wir hier... So, jetzt aber. So, ihr habt euch... Kein Platz mehr. Vier Dinger gehen rein. So, jetzt haben wir zwei Pasteten und zwei Brote. Oh, geile Brote. Oh, geile Brote. Oh mein Gott, oh, so schön. Oh, es geht nichts über ein frisch gebackenes Brot. Oh, was gerade so frisch aus dem Backofen kommt. Oh, einfach nur ein bisschen Butter, eine kleine Prise Salz und schwuppdiwupp werden die Wangen rot. Ah, oh, könnte man... Mmh. Oh, allein der Duft. Könnt ihr es riechen? Könnt ihr es riechen? So ein geiles... Also wir haben es ja nicht nur selbst gebacken, wir haben ja alle Ingredienzien selbst angebaut. Ich bleib nur noch zu Hause. Ich setze mich da oben auf die Veranda. Ich könnte was zu essen vertragen. Ich könnte ein geiles Brot vertragen. Woher weiß ich, dass es fertig ist? Macht es Pling? Macht es irgendwie Pung? Muss ich hier noch irgendwie was reinstecken? Geht denn so? Verbrennt das? Holz, ich muss... Wo war das? Hä, hallo? Hier. Es ist voll. Okay, vielleicht... Keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich wie ein Herd sein, wollte ich sagen. Wie ein Lagerfeuer. So, Holz habe ich reingestopft. Der Backofen backt und wird hoffentlich gleich mit einem herrlichen Zischen, Knuspern oder mit einem Holdrio anzeigen, dass die geile Lachspastete, die eigentlich eine Lachspastete ist, gleich fertig ist. Und das Brot. Oh, das Brot könnte es riechen. Mm. 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 Man merkt, ich habe Hunger. Alter Schwede, eigentlich wollte ich heute ein bisschen auf Erkundungstour. Stattdessen stehen wir hier mit einem triefenden Zahn. Stehen wir hier vorm Ofen. Köstlicher Leibbrot. Holla, 23,70. Es ist nur Brot. Es ist nur Brot. Die Pastete. 75. Ja, es ist verhältnismäßig, wa? Es ist wirklich verhältnismäßig. Wir werden irgendwann, wenn wir so eine... Ihr kennt die wilden Western, wa? Wilden Western, ja. Die... Im wilden Westen. Die Western. Wir haben eine Lochsfarm, ja. Bis zum Horizont quasi. Riesige Herden werden über das Land wie eine Stampede, wenn sie ziehen. Und wir werden einfach auf einem Lox reiten und uns den ganzen Tag nur geil Fleischpastete reinziehen. Bis wir aussehen wie ein Lox. Vielleicht nicht so haarig, aber genauso rund und kuschelig und vergnügt. So, alter Schwede, wer hätte drauf geschissen hier auf Blutpastete? Wer will denn Blutpastete? Ist als, keine Ahnung, hier geil Brot? Vielleicht noch eine Marmelade? Oh. Wir haben den Burner. Wir haben den Burner fürs Frühstück. Beerenmarmelade und frisch gebackenes Brot. Das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Vor vielen Quatschen hätte ich jetzt hier eigentlich nochmal zwei Brote nochmal machen können. Aber die Begeisterung. Die Begeisterung ist einfach... Es ist einfach... Die Türen gehen auf und zu. Habt ihr das gesehen? Nein! Wie geil! Es ist einfach super. Ich bin begeistert. So, das Spiel begeistert mich wieder. Es ist schön. So, da unten Honigbrot, frisch gebackenes Brot mit Honig. Es ist... Oh. So, speichere Welt. Ist das Brot fertig? Ich will mein Brot. Gib es mir. Gib's mir. Und wir müssen irgendwie Butter machen. Wie können wir denn Butter machen? Wenn wir einen Lox zähmen... Kriegen wir Milch? Kriegen wir Butter? Ich muss mir jetzt erstmal Honig holen. So, schlonz mir alles rein.
Oh, geil. Morgen nach dem Aufstehen. Morgen nach dem Aufstehen gibt's erstmal geil Honigbrot. So, warte. Warum sieht denn der so käsig aus? Warte. Deshalb sieht er so käsig aus. So, das werden wir nochmal. Und dit, oh. So, haben wir alle drei geschlonzt? Nee, anscheinend nicht. Da hinten hat sich auch noch eine geile Wabe versteckt. Da oben auch. So, hier rüber. Ich springe jetzt einfach ins Bett und morgen gibt's richtig geil süßes Frühstück. Drauf geschissen. So, ich liebe süßes Frühstück. Ach, also nichts einzuwenden gegen eine schöne, geile Scheibe Käse, ja? Oder irgendwelche... Oh, ich schlafe schon wieder mit anfangen. Ja, ja, ja. Wir begrüßen den neuen Morgen nach dieser schweren Nacht mit Erleichterung. Ah, herrlich. So, nichts einzuwenden gegen alle möglichen Cremes und so, die man, oder Quark, die man sich darauf schmieren kann. Aber so ein geiles Honigbrot, ja. So, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Es ist einfach vorbei. Die Folge ist einfach vorbei. So, haben wir Honig. Warte mal, ich muss es ausprobieren. Kann man sich, ich weiß, man braucht eine Feuerwiderstand. Oh Gott, oh Gott. Ich meine, yay, dankeschön. So, ich brauche, glaube ich, eine Betriebsanleitung, um mir ein Honigbrot zu schmieren, wahrscheinlich. Es wird so nicht funktionieren. Egal. So, warte mal. Ich schmeiß mal hier oben. Ich schmeiß mal den Kram hier rein. Ich schmeiß mal den anderen Kram hier noch in die Fackeln und so. So, und da rein. Und hier vorne kann man auch nochmal. Genau, damit uns hier nicht die Bude so dunkel wird. Dann schmeiß ich mal hier die... Ja, genau. Und eigentlich wollten wir ja los. Eigentlich wollten wir los. Und eigentlich wollten wir jetzt auch mal ein richtig geiles Brot essen. Dann essen wir mal. Die Pastete müssen wir eigentlich hier lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu imber hier. Komm. Oder zur Feier des Tages. Komm hier. Immer gib ihm. So. Und dann 163. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich super gespannt. Ich nehme mir mal Gartengerät mit. Und dann springen wir mal zur Farm. Und ich bin super gespannt, wie viel Hels wir, wie dick unser Helsbalken denn jetzt angeschwollen sein wird. So, die Gerste ist gesund. Es blüht, es sprießt. Ach, herrlich. Es ist ein Träumchen. Es ist ein Traum. Ich mach hier zu. Ich hol meinen Bogen raus. Und freue mich des Lebens. So, da drüben. Fragie, große Fragie. Wir werden hier nochmal ein bisschen farmen, beziehungsweise wir werden hier uns nochmal ein paar kleinere, hier siehst du, hier die kleinen Popowanzen, die müssen noch weg, die haben nämlich geile Stachel, die wir nämlich brauchen, irgendwo laufen doch hier bestimmt auch noch ein paar grüne, geile Typen rum, die uns gerne nochmal, was zum Teufel, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Die klugen kleinen Biester. Sie jagen im Rudel. So. Ja, wirklich nicht, überhaupt nicht mitgerechnet. Aber hey, 171. Ja, siehst du, hast du ein bisschen geile Rüstung, hast du ein bisschen Hels am Start, ist so ein Deskito. Früher, ja, sind wir hier durch die Gegend gehottet. Ein Bissen oder ein stacheliger. Stachel hat uns ja quasi schon fast an den... Ich wünsche, du würdest mitkommen. Zu mir nach Hause. Jetzt kommst du nur zu mir nach Hause in meinen Taschen. Schade. So, da waren wir früher fast tot und jetzt ist es mehr so ein... Huch, ich hab dich gar nicht gesehen. Na, Eider draus. Oh, sacre bleu.
So, wie sieht's denn hier aus? Irgendwo... Eigentlich haben wir ja hier schon alles erkundet. So geil ist es ja jetzt hier nicht. Könnten wir eigentlich auch rüberspringen? Hier wäre noch Silber gewesen. Müssen wir aber auch mit dem Boot vorbeifahren. Vielleicht mache ich auch nochmal eine fette Riesentour. Ich spring mal auf die andere Insel. Ich spring einfach mal auf die andere Insel. Da haben wir dann noch definitiv mehr zu erforschen. Aber hier, der kleine Abstecher war ja nicht umsonst. Wir haben ein paar Stachel, wir haben gesehen, oh ja, hier, Rasselchen braucht noch ein bisschen. Guten Tag, Herr Wildschwein. Rasselchen braucht noch ein bisschen. Der Farm geht's auch ganz gut. Und so springen wir mal kurz rüber. Wir haben noch super viel Scheiß hier. Wir haben noch super viel Holz hier. Der Boden, scheiße. Hallo, guten Tag. Ich muss mal kurz wechseln. Guten Tag, hallo. So, na, wird ja dann doch noch ein bisschen actionreicher. Huppala, auf Wiedersehen. So, wir gehen mal darüber, ja. Wir gehen einfach mal darüber. Wir können da noch mal schön ein bisschen... ein kleines Pläuschen halten. Wir werden uns da noch mal ein bisschen unterhalten. So, vielleicht kommt ja noch mal der ein oder andere. Es sind nur zwei. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Deskito vorbei oder so. Vielleicht kommt ja auch noch mal so ein kleiner grüner Scheißer. Vielleicht kommt ja auch noch mal vorbei. 107. Ich Ausdauer? Hallo, hallo, Ausdauer? Kenn ich Ursula? Kenne ich auch gerade nur vom Hören sagen. Warum? Was ist denn mit ihm? Oh, die vertragen sich nicht. Ich. Warte. Also, wenn ich jetzt. Warte. Wer gewinnt? So, komm hier. Ja, nochmal rein. 75 macht ihr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du gut gemacht, Großer. Hast du wirklich super gemacht. So, und jetzt leg dich ab. Leg dich einfach ab. Achso, hier, gib mich Geld. Gib mich Geld. Na komm, hier, Putzwolke. Der letzte Furz. So, gib mich. Hier vorne war doch noch, eine Leiche, die zur Abwechslung mal nicht auf meine Kappe geht. So, hab ich? Wo ist denn der hingeflogen? Wo ist der kleine grüne Arschkrabberich? Wo ist der hingeflogen? Hallo? Mist, habe ich nicht richtig aufgepasst. Ich habe zu viel den blauen grünen Arschkramperich habe ich gefeiert. Blau und grün, habe ich gerade blau und grün gesagt? Der Boden. Was ist denn jetzt schon wieder? Entschuldigung, ich hätte dich. Ist mein Fehler. Wir hätten uns beinahe verpasst. Juppala, Schnubbeli-Boot, Schrabbeli-Bautz. Geil, ich freue mich wie ein Cola-Keks. Warum? Das ist doch, warum denn nur einmal Spaß haben, wenn man gleich zweimal Spaß hat? Zweimal zwei Spaß. Super. Das ist ein Traum. Das Spiel gibt heute wieder und gibt von so malischer Kulisse hier. Juppala. Schwede, aber knibbelig. Von so malischer Kulisse, da macht das Metzel und Schnetzel doch gleich doppelt so viel Spaß. So, komm ran hier. Komm ran, Freund Blasius. Achso, warte mal. Komm hier, hau mal nochmal zu. War was? Ist was gewesen? Warte mal. Ist irgendwas gewesen? Komm mal ran hier. Blockiert. Bei der Macht von Grayskull. So, ich glaube mal, ja. Loxi. Könnt ihr es auch schon schmecken? Mm,
die herrliche, köstliche Lox-Pastete. So. Ach, meine Güte. So, und wenn sich der Troll, ja, wenn sich der Troll in einen, ja, besseren Grauzwerg verwandelt, dann ist es Fortschritt. Wikinger-Fortschritt. Oh ja. So, diese und mehrere dummdöselige Anekdötchen in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir werden, ja, ein bisschen erkunden in der nächsten Folge. Wir werden ein bisschen farmen. Wir werden zu Hause ein bisschen Schabernack treiben. Mal gucken. Mal gucken, was wir machen. Wir sind frei wie der Wind. Ach, ich bin so froh. Und ich hoffe, du bist es auch. So, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.